Willkommen zurück, Leute, hier in Albion. Wir haben ja in den letzten Folgen diverse Quests erledigt und auch dieses tolle neue Schwert bekommen. Womit wir jetzt mal die schönen Räuber hier verdreschen. Oder auch nicht. Na, na. So, geht doch. Dann machen wir doch schnell die Bienchen hier fertig. Die kleinen Süßen. Oh, noch einer. Ach ja, der Troll ist ja auch noch da. Der Händler ist tot. Oh, mit dem Schwert kriegen wir den aber auch ganz schön schnell down. Hätte ich ja nicht gedacht. So, noch ein bisschen Gold. Den Smaragd haben wir noch bekommen. Und dann können wir auch gleich mal wieder gucken, ob wir Miete eintreiben können. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Kohle, glaube ich. Oder hatten wir die ausgegeben? Ne, eigentlich nicht. 215 haben wir. Oh, Kokok! Verdammt! Kokok! Bücher hatten wir auch schon lange nicht mehr neue, oder? Ich guck mal. Tag, Lehrer. Nochmals, die Vernichtung von Oakvale ist ein faszinierendes Thema, aber das Buch ist doch etwas zu bildlich für Kinder dieses Alters. Schade. Ich geb's dir trotzdem. Na gut, ich werde es versuchen. Juhu! Heute lesen wir aus dem Buch Der Überfall auf Oakvale. Einige von euch wird die Geschichte vielleicht ängstigen. Ich spielte mit meinem Teddybären Rosie, als die Räuber angriffen. Der nette Junge von weiter oben hatte ihn gerade vor meinem Bruder gerettet. Ich wusste nicht, dass ich sie nie wiedersehen würde. Die Schreie warnten mich. Ich versteckte mich unter einem alten Wagen. Von dort sah ich, wie die Räuber all meine Freunde töteten und mein Zuhause niederbrannten. Ich wollte ihnen helfen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Vielleicht sollten wir dieses Buch später zu Ende lesen. So in 10 bis 15 Jahren? Habt ihr heute Bücher für uns? Mal gucken. Das Zauberbuch? Alles klar. Tschüss. Viel Spaß noch, ja? Boah, wie habt ihr das gemacht? Tja. So. Weiter geht's zur Mietentreiberei. Oakvale. Mal gucken, ob jetzt vielleicht alle Butzen vermietet sind. Jetzt habe ich eigentlich geguckt, wie viel Gold wir hatten. 2300 können wir jetzt einholen. Das ist doch schon mal was. Na. Ist mein Schatz da oder ist die wieder saufen? Die ist wohl wieder saufen. Oh.
Lalala, Miete, Miete, Miete. Ach, da ist er. Hurra! Wieso bist du grün? Mace möchte mit euch sprechen. Aha. Geht ihr zu ihm in die Taverne? Da ist er doch schon lange nicht mehr. Hallöchen, ich hab da was für dich. Gegenstände, Geschenk. Ich kann ja mal so ein Smaragd, Rubin schenken. Oh, vielen, vielen Dank. Bitte. Gut aus. Yeah. Gefällt mir sehr gut, wie dünn ihr jetzt seid. Hübsche Hosen. Hey. Wie dünn ich jetzt bin. Mann, Mann, Mann. Klar bin ich tolerant. Nicht schwul. Oh, doch. 300 haben wir da bekommen. Immerhin. Hallo. Hier kriegen wir scheinbar überall 300, oder? Nee, doch nicht. Hier ist noch nichts. Gut, dann haben wir, glaube ich... Nein, unsere Runde erledigt. Ab nach Glade. Sind 300, lalalala. Hier weiß man auch nie, ob Tag oder Nacht ist. Immer nur am Regnen. Trostloser Ort. So, jetzt haben wir 18.000. Wird bloß leider nicht reichen für irgendwas. Was hast du denn eigentlich? Ups. Ja! Zurück. Das ist mein Mann! Was hast denn du hier eigentlich? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Gegenstände, Geschenke, Parfüm. Ehering brauche ich erstmal nicht. Einfach hässlich, nee. Kann ich jemanden. Kram verkaufen, Nahrung. Überall mache ich Verlust. Gibt's da ja nicht. Der alte Mace sucht nach euch. Er ist in der Oakvale Taverne. So, dann gucken wir auch mal, ob der was Neues im Angebot hat. Rüstungen. Ja! Upsala. Ja, ich möchte. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot Kleidung. Sagen. Nichts Besseres. Nichts Besseres. Auch nichts Besseres. Der Friedhof ist ein Höllenort. Stimmt, da müssen wir ja hin. Du bist ein Barbier. Tätowierer ist das. Zwei Tätowierer hier? Na gut! Das machen wir aber später. Irgendwo muss ich doch noch einfach bessere Ausrüstung finden, Heldengilde. Kann doch nicht sein, dass wir schon das Beste an Rüstung haben. Waffen wissen wir ja, dass wir da noch was Besseres kriegen, aber... Ansonsten war das ja ziemlich mau. Ja. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Kleidung. So, Waffen, Distanz. Plus 30 kriegen wir für den Meister Langbogen.
Der ist aber natürlich noch ein bisschen teuer. 2 Tage dauert das noch. Nahkampf. So, Meister Großschwert ist ja genauso stark. Das brauchen wir also gar nicht mehr. Wieder unser komisches Katana. Der alte Mace sucht nach euch. Haben wir jetzt echt schon die stärksten Waffen im Spiel hier mit, oder was? Das ist ja ein bisschen doof. Kann man sich ja gar nicht mehr doll verbessern. Geht zum Friedhof. Jo, Questkarte. Gibt gar keine. Vielleicht in Oakville nochmal gucken, aber... Oder der Händler, ah, stimmt. In Nordbowerstone, der hatte, glaube ich, noch was, aber jetzt wird's auch dunkel, verdammt. Ah, schon zu, die Butze. Na gut, dann eben zum Friedhof. Wie komme ich denn da am günstigsten hin? Da muss ich ja eh nach Bowerstone. Danke. Hier könnte man sich eigentlich auch noch ein paar Butzen kaufen. Netter Bursche. Mensch, wie viele wohnen denn hier? Ich glaube, das Haus kaufe ich mir mal. Spuck. Spinne ich rum hier. Oh, was ist denn los, Maus? So. Ich habe schon viel von euch gehört, Säbelschwinger. Klar komme ich mit euch. Folge mir. Ach, den Ladenbesitzer nehmen wir auch noch mit. Bin zur Stelle. So. Ihr folgt mir? Sehr gut. Na komm, put 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 put. So. Damit kann ich leben. Tschüss. Tschüss. Also, warte. Dann gehe ich jetzt mal. Gut, alle weg. Sehr gut. 94! Alter, Walter. Okay, das ist wirklich gehoben. War das letztes Mal auch schon hier? Lalalala. Nicht, dass jetzt wieder Gegner hier ankommen. Der Windmühlenhügel. Oh, hier sind wieder welche. Mal gucken, welche Art. Wo ist denn das? Ah, wieder so eine komischen Totenviecher. Die machen wir doch platt hier. Oh. Lalala. Oh.
Na komm. Dich machen wir auch noch fertig. Der hält ganz schön viel aus. Na gut. So viel auch wieder nicht. Aber 100 Gold hat er am Wechsel fallen lassen. Das ist nochmal ein schöner Gegner. So, jetzt müssen wir bloß noch wissen, ist der letzte im Haus oder was? Hallo. Oh, cool. Die Fenster kann man auch kaputt machen. Wusste ich ja nicht. Gut, und an dieser Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Also Spitze, bedanke mich, bis dann.